An einem Tag allgemeiner Verwirrung und drohender Niederlage, in einem Augenblick des Wahnsinns und der Raserei, stand die britische leichte Brigade mit nur 600 Mann und ihren Offizieren der gesamten russischen Armee gegenüber. Es war eine Zeit äußeren Glanzes und prunkvoller Feste, als der Soldat noch vom Ruhm träumte und der Krieg ein faszinierendes Schauspiel war. Es war eine Zeit der Vermessenheit und des Machtdünkels. Eine Zeit glanzvoller Militärparaden. Das glanzvollste und stolzeste Regiment dabei war die ruhmreiche leichte Brigade, das Juwel der englischen Krone. Durch die Tore und über die Mauern von Sevastopol. Kommst du mit? Wir beide kämen nicht mal die Böschung auf. Ich käme. Ja, aber er wäre allein auf weiter Flur. Aha. Umso besser. Der Tod liebt die Menge. Pass auf, wie er die Menge greifen wird. Die Prachtentfaltung der Reichen und das Elend der Armen. Die Gerechten, die gegen den Krieg waren, und die Fanatiker, die ihn um jeden Preis wollten. Trevor Howard als Lord Cardigan, John Gielgud als Lord Raglan, Jill Bennett als Mrs. Dubbley, Harry Andrews als Lord Lucan, Vanessa Redgrave als Clarissa und David Hemmings als Captain Nolan. Männer, die bereit waren zu kämpfen und zu sterben. Und jene, die gekommen waren, um zuzuschauen. Angreifen, Sir! Angreifen, angreifen! Angreifen was? Angreifen wo? Kanonen, Mr. Nolan! An diesem Tag allgemeiner Verwirrung und drohender Niederlage, in einem Augenblick des Wahnsinns und der Raserei, griff die britische leichte Brigade mit nur 600 Mann und ihren Offizieren Attacke! Die gesamte russische Armee an. Das war das Ende eines eitlen und ruhmreichen Zeitalters. Ein großer, heroischer Augenblick. Der Angriff der leichten Brigade.